Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Wir reiten auf unserem treuen Ross, dem wir noch überhaupt keinen Namen gegeben haben, was wir auch, glaube ich, hier gar nicht können, durch Sarati-Hochland auf der Suche nach den Ogern der Felsfäuste. Aber erstmal suchen wir den Weg zur Burg Stromgarde, weil wir von da aus dann den Weg zu den Ogern hoffentlich finden. Ach, guck mal, da sehe ich doch was. Da taucht in der Ferne eine düstere Silhouette einer Burg auf. Das wird sie sein, die Burg. Oder links. Nee, das ist sie nicht. Nee, das ist sie nicht. Da ist sie, oder? Das ist der Thoralinswall. Da ist Burg Stromgarde. Ach, ist doch hier links. Wo sind denn dann die Oger? Um das mal so zu fragen. Wo sind denn dann die Oger? Nordöstlich von Burg Stromgarde, sagte er. Ich glaube, wenn wir hier... Das ist Allianzgebiet, nehme ich mal an. Ach nee, hier ist das Syndikat. Ah, hier konnten wir... Wo war die denn gerade? Ach so, die liegt hier rum. Ah, okay, Level 36. Tschüss. bisschen too much. Okay, nordöstlich. Das heißt, hier in dem Gebiet, was da so... Was ist denn hier? Lebenswurz. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten irgendwo. Da. Wunderbar. Und ist auch schon wieder nur gelb. Wahnsinn. Ja, unsere Kräuterkunde schreitet voran. Das finde ich total gut. Werden immer besser. Da ist ein versteckter Raptor, das... Oh Gott, die sind alle so... Alle schon über... Weit unter unserem Level. Das ist total ätzend. Ich hoffe, dass wir die... Oje. Oje. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, was uns verfolgt. Der Raptor oder die Spinne? Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen den Weg lang und wir werden jetzt hier nochmal gleich dann nochmal querfeldein gehen. Nein, lass das. Lass das. Okay. Ist jetzt das... Ja. Sehr gut. Okay, Raptorfleisch. Haben wir da ein Rezept für schon? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich haben wir da noch kein Rezept für, könnten aber eins kriegen. Mal nicht wegschmeißen. Okay, nichts passiert. Es war nur mein Hund, der versucht gerade mein Arbeitszimmer umzugestalten. Ich weiß nicht, irgendwie... Das ist immer, wenn sie versucht, meine Aufmerksamkeit zu erregen, dann macht sie undisch. Königsblut, nee. Gott, ist hier eine Raptordichte, ey. Also wenn man einen Raptor sich als Jäger zähmen möchte, dann könnte man das hier tun. So, hier ist ein Weg, da könnte es zu den Ogern der Felsfäuste gehen, weil das ist so... Elementarverarbeitungslehrer. Elementarlederverarbeitungslehrer. Alles klar, du bist der Typ, yo. Du bist hier so mitten in der Wildnis und zu dir muss man, wenn man Elementarlederverarbeitung lernen will. Ich meine, ja, nee, ist klar. Also kommt jeder drauf. Da ist einer. Ich brauche, hier sind sie, die Oger. Okay, dann bin ich richtig. Felsgor.
Da bin ich richtig. Wunderbar. Was haben wir hier? Troll der Bleichborken. Okay. Trolle und Oger zusammen. Das ist nicht gut. Vor allem, weil dieser Troll, diese Trolle wahrscheinlich dann irgendwas Fieses noch machen können. Wir fangen mal. Oh Gott, Level 33. Ja, gut, wir versuchen es. Hier müssen wir ja nicht drauf achten. Okay, Uber und Vollstrecker. Die brauchen wir nicht. Gucken mal, ob wir hier irgendwie hochlaufen können. Nein. Im Versuch hier oben lang zu gehen. Nein. Und so vielleicht. Okay. Aber hier ist auch ein Oger. Und er ist nur 32. Das heißt deutlich machbarer als andere. Gut. Ja. Ja, schon wieder 33, aber gut. Es sind, ich frage mich ja jetzt gerade, die Vollstrecker sind da bestimmt schwieriger. Von denen müssen wir 10. Von den normalen Obern nur 8. Wundert mich gerade ein bisschen. Ja, aber gut. Ist auch nur ein Oger. Also nur, ne? Ihr wisst schon, was ich meine mit nur ein Oger. Wir nehmen mal das mit der Mana-Regeneration. Das ist, glaube ich, gerade am sinnvollsten. Dann haben wir auch das Mana wieder voll und wir sind aber auch auf einem guten Weg zu 33. Also ich muss dann zwar erstmal wieder nach Unterstadt und lernen, wenn für neue Fähigkeiten. Was ich dann vielleicht bei 34 mache, weiß ich noch nicht. Also versuche ja immer so ein bisschen das Hin- und Hergereise gering zu halten. Schattenzauberer, okay. Oh, wir haben bisschen Schaden genommen, ne? Hatte ich die Rüstung nicht an? Doch. Es kann aber sein, dass ich das neu angeworfen habe, nachdem ich den bekämpft habe. Das ist durchaus möglich. Okay. Die Oger können wir auch können wir hier auch draußen erledigen, aber wir müssen hier wahrscheinlich für die Vollstrecker rein, was mich ein bisschen besorgt. Natürlich müssen wir für die hier rein. Nicht genau. Gott, fall um. Weil zwei auf einmal will ich jetzt echt nicht bekämpfen. Mal schön gucken, dass ich Schattenmagie wirke, damit Vampirumarmung auch noch mehr Heilung bringt. Aber wenn gerade kein Schattenmagie-Zauber frei ist. Okay. Das ist suboptimal.
Ich frage mich immer noch, ob das besser wäre, die wieder anzuziehen, weil sie die Zaubermacht erhöhen. Und damit unser Schaden einfach höher ist. Ne? Weniger Crit, aber mehr Schaden. Ein bisschen weniger Mana, mehr Willenskraft. Machen wir so. Machen wir die. Wir brauchen von denen 10. Mein Gedanke ist, wir gehen jetzt nur so weit rein, dass wir 5 umhauen und gehen dann wieder raus, weil wir dann wieder den Respawn haben. Ich will nicht da drin feststecken, dann müsste ich mich rausporten, womöglich. Hm? Oh Gott, Level 34, die werden ja immer größer. Auch Level 34. Also 33 ist, sage ich jetzt mal ganz klar, das Äußerste, was wir im Augenblick schaffen. Ohne zu viel Mana zu verbraten. Das ist halt das Problem, ne? Wir haben zu hohen Mana-Verbrauch. Auch Wildstahlung. Ach, Katkas Schnurrbart. Den nehmen wir gerne mit. Katkas Schnurrbart bringt uns richtig. Also das bringt uns ja alles, aber ne? Müssen ja auch mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wofür man den braucht. Möglicherweise haben wir da auch noch gar kein Rezept für. Dann, falsche Reihenfolge. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Dann können wir den vielleicht verkaufen. Möglicherweise gewinnbringend. Man weiß es nicht. Ich trinke nochmal. Ich warte jetzt auf den Respawn hier, weil ich möchte keine Level 34 Ogre machen. Kann aber auch nicht mehr so lange dauern. Der muss eigentlich gleich wiederkommen. Okay. Ich möchte mich jetzt nicht mit einer Hexenmeisterin anlegen. Wir könnten den Ogre noch machen, dann haben wir die voll. Bis dahin müssten dann die Vollstrecker auch respawned sein. Hoffe ich. Ja, das ist sonst, ehrlich gesagt, jetzt gerade mir alles noch ein bisschen zu haarig. Wir sind zwar fast Level 33, aber wir haben dann ja auch noch nicht die Fähigkeiten von Level 33. Und na, kommt der Respawn? Das kann jetzt nicht so lange dauern. Wenn man den Respawn nicht braucht, ist er immer ganz schnell da. Wenn man ihn mal ausnahmsweise braucht, dauert's. Das ist auch lustig. Ich packe das mal hier oben rein, damit ich es nicht aus... Oder ich packe das mal hier oben rein, damit ich es nicht aus Versehen irgendwann verkaufe. Wildschweinschenkel brauchen wir nicht unbedingt. Ja, hier weiß ich nicht, da haben wir kein Rezept für. Keine Ahnung, ob es da was gibt halt. Hier könnten wir rein theoretisch uns nochmal Knusperspinis-Supris machen. Nicht nur theoretisch, das werden wir auch. Denn damit leveln wir ja auch immer noch unser Kochen. Na, bist du gleich wieder da? Vollstrecker? Wehe, du spawnst als Ogre. Das war eigentlich ganz gut hier. Hallo? Respawn bitte. Müsste jetzt eigentlich kommen. Weil hier die auch alle weg sind.
Aber da reingehen und 34er, also nee. Na toll, danke, dass du als 34er gespawnt bist. Du warst eben noch ein 33er. Verfehlen. Natürlich verfehle ich das jetzt. Oh, shit. Das ist aber jetzt suboptimal. Gut, es geht, aber... Okay, wir haben die Ogre alle gemacht. Zur Not porten wir uns dann hier raus. Dann ist das halt so. Dann porten wir uns hier raus. Dann ist mir das egal. Dann müssen wir nach... in den Posten zurückfliegen. Aber kann ich noch nicht wirken? Doch, kannst du doch. Kannst du doch bewirken. Ich habe kein Ziel. Danke. Das hat aber jetzt ganz knapp hingehauen. Okay, er ist 33. Das ist nett. Das hilft ein bisschen. Mal schnell hier eine Heilung rein. Okay. Okay, das war der... Okay, warte. Was haben wir? Ausdauer und Willenskraft. Das, die zwei Intelligenz. Ja, bitte gib mir die. Wunderbar. Mehr Ausdauer und deutlich mehr Willenskraft. In der Robe finde ich das okay. Wie sieht die denn aus? Nett. Packen wir mal hier drauf. Mehr Rüstung ist immer gut für uns. Weil wir einfach sonst... Ne? Das war ja jetzt mal nett, dass das gedroppt ist. Also... Das war jetzt mal ein guter Drop hier für zur rechten Zeit. Vielleicht droppst du ja noch ein bisschen, weiß ich nicht, eine Kapuze? Mal hier weiter. Wir brauchen nur noch 3. Ich hoffe. Schaut hin. Ich muss noch ein Talent vergeben. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, und unsere Verteidigung hat sich erhöht. Sehr schön. Ich wollte... Erstmal die Reichweite. Ja, das ist ein bisschen weiter. Der hat ja schon eine ganz gute Reichweite, weswegen ich ja auch immer mit Gedankenschlag anfange, weil ich dann die Gegner ganz gut zu mir hinziehen kann. Okay, noch einen. Trinken jetzt mal eben was. Sollte eigentlich reichen. Und dann können wir nämlich rauslaufen. Ich glaube, dann kommt da wieder Respawn. Könnten natürlich auch einmal hier komplett durch diese Höhle laufen. Ich weiß nicht, ob wir unser Glück damit herausfordern oder nicht. Ich weiß nicht, was da ist, ob sich das lohnt. Ne? Lohnt sich das, da reinzugehen? Nachher haben wir dann am Ende ein Level 35 oder 36 Ogre Elite, weiß ich nicht was. Der uns mega Schwierigkeiten macht. Aus Gründen. Okay, wir haben die Ogre erledigt. Alles weitere ist jetzt Fluff. Auch Level 34, ja gut. Dürften jetzt wahrscheinlich alle Level 34 sein.
Die hinteren. Hexendoktor Kuvork. Okay, das ist irgendein Benamster, den wir wahrscheinlich sowieso nochmal machen müssen, oder? Hier ist doch... Hier war doch irgendwas... Na, hier. Der da. Und der hat den Hexendoktor dabei. Nee, ich glaube, wisst ihr was? Also, wir gehen dann mal. Wir gehen dann mal. Ich verabschiede mich mal hier. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht in den Respawn. Das wäre wieder so ein Fall von, der Respawn kommt, wenn man ihn nicht brauchen kann. Den muss ich mal eben wegmachen. Wir werden jetzt mal in die Richtung reiten. Da ist zwar die Zuflucht, aber das ist egal. Ich möchte das aufdecken. Gott. Ich komme auch überhaupt nicht an die... ja. Ich komme auch hier überhaupt gar nicht an die Kräuter dran. Wegen der, jetzt geht's. Sehr gut. Ich habe noch nie als Allianzcharakter hier gequestet. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das da aussieht bei den bei der Allianz. Muss ich sagen. Das ist auch sehr spannend. Den holen wir uns auch noch. Okay. Wir werden dann mal... Ja, wir müssen dann... Okay, ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Ich möchte das gerne schaffen. Nein, lass das. Geht weg. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ich will euch nichts tun, dann tut mir auch nichts, dann tue ich euch auch nichts. So. Kommt der? Okay, ja, den müssen wir jetzt beseitigen, damit wir den... was war es? Katkas Schnurrbart ist da, ne? Das ist anstrengend. Okay. Er ist down. Ach genau, die Augen. Ach stimmt, wir müssen ja 10 von diesen blöden Augen sammeln. Das könnten wir natürlich jetzt machen. Könnten wir natürlich jetzt machen. Nein. Was ist denn da los? Ockschamanen. Meine Herren, mehr Totems als ein ganzer Weihnachtsbaum um sich. Die übertreiben immer so, die Schamanen. Den Ebenenkrabbler haben wir jetzt auch. Ich hoffe, dass der auch wieder knuspriges... Ja! Ey, das ist echt gut. Also wir können hier noch... Okay. Ich werde hier von meinem Hund gerade drangsaliert. Ich weiß nicht genau, was sie will. Es ist zu früh für irgendwelche Mahlzeiten. Leckerli hatte sie. Geknuddelt und gewuddelt habe ich sie auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie jetzt möchte. Manchmal weiß ich das nicht. Mein Hund ist manchmal nicht so gut darin, sich
auszudrücken. Hier haben wir auch noch nicht alles aufgedeckt. Und hier müssen wir ja auch noch aufdecken. Ich würde jetzt überlegen, hier einfach Karte aufzudecken. Das fände ich eigentlich am sinnvollsten. Damit wir das hinter uns haben. Dann wissen wir, wo lang wir reiten, wenn wir irgendwohin unterwegs sind und so. Ja, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Genau, ich will einfach nur hier die Karte aufdecken. Ist das der Nordhof? Das ist der Nordhof. Hier ist das Syndikat unterwegs. Hier müssen wir ja auch Dinge tun. Moment. Das war jetzt gerade bizarr. Ach, lass mich in Ruhe. Willst du wirklich dich mit mir anlegen jetzt? Wollt ihr das wirklich, ihr zwei? Seid ihr sicher? Ich meine, ich bin eine Untote. Dieser Zauber ist noch nicht. Da keine Angst vor. Oh Gott, hier sind alle. Hier ist alles voll mit Scheiß-Syndikatsschurken. Ach Gott, die hasse ich. Die hasse ich. Ich hasse Schurken, wenn sie gegen mich kämpfen. Ich will ihm ja auch gar nichts mehr tun. Ich wollte ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ich wollte es ja nur aufdecken. So, weiter geht's. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde jetzt mal... Ich könnte natürlich die Hochlandraptoren jetzt alle machen. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Die ist jetzt auch noch gleich Level 35. Alles klar. Ich hoffe einfach, dass dieser blöde Bussard, genau, danke, nicht noch mitmachen will. Das wäre jetzt ziemlich doof gewesen. Okay, der ist down. Okay. Puh. Ich wollte doch eigentlich nur zur Wildstahlblume hier. Aber wir haben auch wieder knuspriges Spinnenbein bekommen, was total geil ist. Weil wir damit auf jeden Fall unser Kochen noch verbessern können. Nicht wahnsinnig viel, aber ne, so weit, dass wir damit auch noch mal ein bisschen Bufffood haben und was dann nicht gleich das Gute ist. Ne? So, das ist dann so für so nebenher noch. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Kräuter auch irgendwas mir sagen sollen, aber oh, Katkas Schnurrbart. Ich glaube, wir gehen zurück auf die Straße. Wir müssen eh hier runter. Das sieht so aus, als müssten wir das irgendwann auch noch pflücken. So, mein Hund hat auch wieder Ruhe gegeben. Das ist sehr schön. Der hat gerade nämlich beharrlich immer wieder... ja, okay. Das ist für diese Quest, wo ich gesagt habe, die möchte ich jetzt erstmal nicht machen müssen. Da muss man halt an diese Steinkreise... Und es ist sehr nervig. Was man da... dass man da die ganze Zeit dann... Ne? Dann sind hier unten wahrscheinlich auch noch... Also hier ist einer, hier ist einer. Ich weiß gar nicht, hier war einer. Irgendwie sowas. Lass mich doch einfach in Ruhe. Na gut. Dann, wenn du drauf bestehst, werde ich mich mal mit dir beschäftigen. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. Die sind schon echt ganz schön garstig. Na toll. Müsst ihr eigentlich immer zu irgendwie mitmischen, ihr doofen Spinnen? Was fliegt da? Ein Mensch. Ein Nachtelf-Stufe Fragezeichen. Das ist ja auch mal geil. Ich liebe das, wenn irgendwelche... irgendwelche anderen Spieler sehe und sie sind Stufe Fragezeichen für mich und haben Totenschädel. Dann, wunderbar, da freue ich mich. Ich könnte jetzt, nee, kann ich noch nicht mal. Gift geht ja nicht. Gift kann ja nur der Druide. Warum auch immer man als Priester kein
Gift heilen kann. Man kann nur Krankheiten heilen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich meine, Magiebannung könnte ich mir sogar tatsächlich eher bei einem Priester, bei einem Magier vorstellen als sinnvoll. Okay, den müssen wir wegmachen, weil ich will da oben an das Blassblatt. Haben wir noch? Nein. Es macht sich auch gleich immer bemerkbar, was da so an Schaden durchgeht. Ob wir das eingeschaltet haben oder nicht. Deswegen. Ein Raptor-Ei. Ich hätte lieber ein Auge von dir gehabt. Wo ist das denn? Ach, da unten. Das ist aber sehr weit unten. Ja, du musst natürlich jetzt auch, ne? Ich hoffe mal... Ja, wenigstens hat es aufgehört zu regnen und ist auch nicht mehr neblig. Das ist doch mal schön. Der Wetterwechsel war jetzt doch ganz nett. Hast du Augen? Nein, aber Fleisch. Ich hätte aber gerne Augen von euch. Das war auch eine Quest, die ziemlich langwierig war. Daran erinnere ich mich. Hunterchen. Das Hunterchen, ja. Ich weiß nicht, warum die Namen immer so einfallslos sind. So. Wir geben... Ja, diese Pflanzen, die wachsen hier doch nicht durch Zufall. Die müssen wir doch hundertprozentig irgendwie mal pflücken für irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. So, dir, bei dir geben wir das jetzt ab. Ihr denkt also, ihr seid stark genug, den um Hammerfall zu helfen? So sei es denn. Talo hat euch zu dem Ogerhort geschickt, weil er entweder hoffte, dass ihr dort umkommt oder denkt, dass ihr stark genug seid, um uns zu helfen. Auf jeden Fall seid ihr jetzt hier und ich benötige dringend mehr Soldaten in unserem Kampf gegen die ständigen Angriffe. Wenn ihr länger in Hammervoll bleiben wollt, dann ruht euch ein wenig aus und meldet euch wieder bei mir, wenn ihr bereit seid. Ihr werdet noch mehr als genug Gelegenheit zum Kämpfen haben. Ja, ich glaube... Ja gut, ich nehme es mal an, aber das wird bestimmt was Höheres sein. Ach, die Bleichborken. Na toll. Die Trolle der Bleichborken und die Felsfaust-Oger von Arati arbeiten zusammen daran, uns von diesem Land zu vertreiben. Aber unser Schicksal liegt weder in ihren noch in irgendwessen anderen Händen. Wir werden sie erledigen und ihnen zeigen, dass dies auch unsere Heimat ist. Die Trolle haben sich von uns abgewandt. Die Oger würden uns als Nahrung und Bettvorleger benutzen, wenn wir es zuließen. Das darf nicht sein. Wir werden unseren Angriff auf die Trolle der Bleichborken südlich von hier beginnen. Erschlagt sie in Scharen und kehrt erst zurück, wenn ihre Lager dick mit Blut bedeckt sind. Ich glaube, ich kann nicht mehr lesen. Ich muss vielleicht eine Pause einlegen. ach nee, das ist wieder die Quest im... Ich überlege, ob wir nicht vielleicht tatsächlich hier unser... Sollen wir hier unsere Dingens aufschlagen, wenn wir jetzt gerade erstmal hier ein bisschen questen oder nicht? Hügelland ist mittlerweile grün geworden. Arati ist noch... Ah, guck mal, wir könnten das hier weitermachen beim nächsten Mal. Ich porte mal zurück nach Tarrens Mühle. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine Quest jetzt, wo wir 33 sind. Von Tarrens Mühle aus geht es auch etwas schneller nach Unterstadt, gegebenenfalls... mal gerade. Gibt es hier noch was Neues? Nein. Okay. Aber wir können hier mal eben kochen. Wir machen jetzt 6-mal das. Können wir dann... Dann müssten wir doch das machen. Dann können wir die scharfen Löwenkoteletts endlich machen. Dann können wir das Löwenfleisch auch verbrauchen. Super. Okay. Wir lernen. Ich verkaufe auch mal Gedöns. Würde ich sagen. Ich habe genau ja, das was ihr ist super. Braucht. Ja, das können wir schon. Also, wir verkaufen das Raptor-Ei nicht.
Weil da weiß ich, da gibt es ein Rezept für. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die verkaufen wir. Ja, komm, und das auch alles. Das ist ein Rezept. Was ist das? Blassblatt. Oh Gott, wir brauchen eine größere Tasche. Wir brauchen einfach eine größere Tasche. Das ist ja furchtbar. So, ja. Vertraut niemandem. Wir machen jetzt mal scharfe Löwenkoteletts noch. Einfach, weil wir es können. Cool. Ja, finde ich gut. Wir können dann mal gucken, ob wir beim... Wir könnten nach Unterstadt noch fliegen und dann schauen, ob wir beim Kochlehrer auch noch was Neues lernen könnten. Und ich könnte mal gucken, ob ich... Katkas Schnurrbart einstellen kann ins Aha, weil ich habe noch keine Ahnung, wofür wir den brauchen könnten. Könnten wir einen großen Heiltrank wieder machen. Ah, das machen wir mal eben. Die können wir nämlich dann auch einstellen wieder, denn das waren ja die Tränke, die ich letztes Mal auch wirklich gut verkauft habe. Da könnten wir einfach so einen 10er-Stack dann einstellen wieder. Aber nach Unterstadt fliege ich jetzt nicht mehr. Das mache ich in der nächsten Folge. So. Alles klar. Gut. Ich stelle mich jetzt mal in das Wirtshaus. Weil jetzt höre ich auch definitiv auf zu spielen. Nachdem ich jetzt so viele Fehler beim Vorlesen drin hatte. Der Questtexte. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass meine Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Und ich... Ne? Das Beulengras könnten wir... Wir könnten diese Sachen nochmal einstellen. Vielleicht haben wir Glück und irgendjemand kauft es uns ab. Die Schuhe könnten wir auch noch verkaufen. Ich finde die, ich anhabe, doch besser. Das ist fürs Invent, für die Bank. Die Wolle ist auch für die Bank. Wir könnten mal eben noch schweren Seidenverband machen. Das könnten wir auch noch verkaufen. Ich verkaufe gerade dann noch Dinge. So. Ich glaube 210 war das, was wir brauchten. Ne? Wir können dann beim Erste-Hilfe-Lehrer... Wieso kriegen wir jetzt nichts mehr? Ach, das ist doch ärgerlich. Jetzt haben wir fünf Stück gemacht, ohne damit was zu bekommen. Schweinerei. Schweinerei. Kommt schnell zur Sache. Verkaufen, verkaufen. Wir kaufen davon nochmal. Wer weiß, ob wir das für irgendwelche Rezepte brauchen. Eigentlich könnte ich den Brie doch verkaufen, ne? Wir haben ihn noch kein einziges Mal benutzt. Ich habe gedacht, vielleicht lohnt er sich ja, aber... Eigentlich habe ich jetzt genug Bufffood auf Vorrat, um einfach Bufffood zu essen. Okay, alles klar. Jetzt aber. Ich finde die neue Robe auch ganz schick. Sie passt nur nicht ganz zu unserem, so farblich zu unserer Kapuze. Da brauchen wir nochmal was. Vielleicht gucke ich doch nochmal ins Auktionshaus, ob ich irgendwas finde, was optisch ein bisschen netter ist oder optisch mehr zu unserem Dingen hier passt. Gut, alles klar. Ich mache dann einen Cut, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.